Ey Leute, was geht? Schmidt ist hier und so. Und jetzt nimmt ihr erstmal euren Schlauch in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, lieben Gruß an den Elotrix, an den lieben Carsten. Und ja Leute, heute gibt es einen frischen Tabak, beziehungsweise ja, frisch ist er nicht mehr. In der Dose ist er zwar noch frisch, aber ja, das Ganze ist sehr, sehr oldschool, möchte ich mal sagen. Heute gibt es den ausländischen Alfacher Doppelapfel, ja. Einige wollten das Video dazu sehen. Beziehungsweise, ja, ist eigentlich nicht viel zu sagen zu dem schönen Doppelapfeltabak. Jetzt muss ich meine Kamera noch irgendwo draufstellen. Nimm mal das Kreatin, kein Problem. So, Freunde, ja. Alfacher Doppelapfel ist nicht viel zu sagen. Es gibt meiner Meinung nach 50% der Shisha-Raucher, die feiern Doppelapfel, egal von Alfacher, Alwacher, wie auch immer. Also diesen Anis-Geschmack, ja. Und es gibt 50% der Shisha-Raucher, die den einfach zum Kotzen finden, die einfach brechen, die einfach, ja, den Tabak hassen, ja. Ich glaube, der Jens, der Junes 1977, lieben Gruß an dich, falls du das Video siehst, mag, glaube ich, Doppelapfel nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher, wo ich angefangen habe, Shisha zu rauchen, habe ich nur Alwacher Doppelapfel gesuchtet, ja. Schön Tabak rein, oben noch Mola-Mix, Apfel drauf und feuerfrei. Dann gab es bei mir mal so eine Zeit, da konnte ich Doppelapfel gar nicht mehr sehen. Überhaupt nicht. Das war so, Bock auf Doppelapfel. Und ja, dann war ich, glaube ich, irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren ging es, glaube ich, wieder los beim Shisha-Paule. Der hatte ausländischen Alfacher Doppelapfel. Dachte ich mir, gut, okay, hau mal rein, Digga. Und geraucht. Und die Liebe war einfach wieder da, muss ich sagen, ja. Gay! Also, wer Doppelapfel nicht kennt, Freunde, zwei Äpfel sind drauf und es schmeckt nicht nach Apfel, ja. Mal der kleine Mythos hier weggenommen, weil manche denken so, oder holen sich Doppelapfel und denken, geil, schön zwei frische Äpfel, ich glaube, rot und gelb ist da mal drauf. Schön Apfel, habe ich richtig Bock drauf. Ha! Gay! Und dann raucht ihr so. Was ist das denn, Alter? Das schmeckt doch nicht nach Apfel. Ja, es schmeckt wirklich nicht nach Apfel, ja. Es ist einfach eine, also der Alfacher jetzt, ist einfach eine Anisbombe. Man muss ihn lieben. Meiner Meinung nach ist der geilste Doppelapfeltabak auf dem Markt. Anisbombe pur. Haut einfach nur extrem rein. Ich rauche jetzt aktuell mit zwei Kohlen, musste schon eine Kohle runternehmen, weil der einfach so extrem krass ist von dem Doppelapfel her, ja. Aber ich feiere das. Ich feiere dieses Anis. Mir schmeckt es auf jeden Fall. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Doppelapfel feiert oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie so meine Community dazu steht. Also wirklich, ich muss sagen, das hat eine Zeit gebraucht, bis Doppelapfel wieder kam. Ja, es gab mal eine Zeit, wie gesagt, konnte ich den nicht sehen, Alter. Das ist... Ja. Aber jetzt ist wieder am Start. Ich habe ein Kilo Dose, glaube ich, von Alfacher Doppelapfel da. Und es wird weggesuchtet, meine Freunde. Also wer auf Anis steht, auf sehr krassen Anis, kann ich euch den Alfacher Doppelapfel auf jeden Fall empfehlen. Genauso sowas wie Alwacher Doppelapfel. Den Adaya Doppelapfel weiß ich gar nicht, ob der auch so krass nach Anis schmeckt. Aber ich denke mal schon, ja, jeder Doppelapfel schmeckt extrem nach Anis. Auch der Nakler Doppelapfel. Einer der, ja, Oldschool-Sorten, Back to the Roots, kann man sich geben, wenn man, wie gesagt, Bock auf eine Hardcore-Anis-Bombe hat. Da kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Aber wer sich sagt, zwei Äpfel, nee, dann nicht. Dann holt euch zum Beispiel den Malas Eskene Rainy Apple. Das ist wirklich ein süßer grüner Apfel, den kann ich euch empfehlen. Ist auch der einzige Apfel, den ich persönlich kenne, der wirklich nach Apfel schmeckt, also nach einem grünen süßen Apfel. Falls ihr da noch irgendwie Sorten habt, die wirklich rein nach Apfel schmecken, keine Anisbombe, schreibt es mir auch in die Kommentare, Freunde. Würde mir wieder helfen, weil ich kenne keinen richtig guten Tabak, der nach leckerem Apfel schmeckt, außer wie gesagt der Malas Eskene Rainy Apple. Und ja, Rauch habt ihr, glaube ich, schon gesehen, Freunde. Rauchbombe das Ganze. Jetzt muss ich gleich niesen. Nein, muss ich doch nicht. Ja, was gibt's noch? Kleine Info noch, der neue Alfacher, den gibt es ja jetzt auch in Deutschland in den 250 Gramm, der ist ready to smoke. Den habe ich noch nicht geraucht, ich weiß nicht, ob der 1:1 wie der alte ausländische schmeckt, ja.
Ansonsten kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Wer irgendwie Alfache sucht in den ganzen Shisha-Gruppen und so, lasst euch bitte nicht abziehen, Freunde. Manche, ich habe es gesehen, Alfache, egal was für Sorte, ob die nun selten ist oder legit, rare, wie auch immer, lasst euch da nicht abziehen. Ich habe gesehen, einer will 70 Euro für ein Kilo haben, ja. Hier, dafür kriegt ihr fast 2 Kilo, ja. Manche kriegen noch geilere Preise ran. Ich sage mal so zwischen 35 und maximal 50 Euro gebt ihr bitte für ein Kilo Alfache aus, ja, weil der das verkauft, der macht sich so ein goldenes Näschen, Händchen, Krönchen, wie auch immer. Lasst euch da nicht abziehen, Freunde. Also, wie gesagt, passt da auf, gebt nicht zu viel Geld aus, auch wenn es heißt irgendwie, jo, den gibt's bloß noch einmal weltweit oder so. Schwachsinn, ja, also manche kaufen da in 100 Kilo die Dosen und vertickern die dann mit, weiß ich nicht, 200, 300 Euro Gewinn. Das wollte ich nochmal loswerden, Freunde. Und jetzt gibt es noch ein paar Question and Answer Fragen von dem letzten Video. Was war's denn überhaupt? Warum geht meine Natur cool aus? Coming, Kopf, Fall und Folie, mein Intro-Lied, Pipapo. Ja, Leute, was haben wir denn hier Schönes? Der Schottrix fragt, wie wird man einen Flash am schnellsten los? Am besten aufhören sofort zu rauchen, Fenster auf, vielleicht dann die frische Luft auf dem Balkon oder so, was trinken, definitiv, vielleicht zwiebelst du dir irgendwas Leckeres rein, irgendwas zu essen auf jeden Fall, hör auf mit dem Rauchen, rauch auf jeden Fall nicht weiter, das kann ich dir empfehlen, weil sollte der Flash vielleicht nach ein paar Minuten weg sein und du ziehst wieder, dann kriegst du wieder einen Flash, dann hast du wieder auf und kriegst wieder einen Flash und pff. Ja, also Leute, hört auf mit dem Rauchen, falls ihr einen Flash habt. Chillt erstmal eine kurze Runde, wartet vielleicht, probiert es vielleicht nochmal nach 5 oder 10 Minuten, wenn ihr dann wieder einen Flash bekommt, dann lasst es sein für diesen Kopf, ja. Das macht dann auch keinen Spaß, wenn ihr wieder zieht und dann denkt, was ist hier los? Ich bin im Nirvana, ja. So, Master Door, welchen Kohlanzünder benutzt du? Ich habe aktuell den Elephant Kohlanzünder und den Hellblazer von Aluchan. Den kriege ich, denke ich mal, auch bald in meinen Shop. Da werde ich aber noch ein kurzes Review dazu starten, Freunde. So, der Peter fragt noch, passt gerade noch zum Kohleanzünder. Drehst du deine Kohle beim Anzünden eigentlich um? Nö. Manche machen das, ja, die machen so noch 3-4 Minuten, drehen die einfach die Kohle um, geht es vielleicht ein paar Minuten schneller. Aber ich denke mir so, was soll's, YouTube-Money, ja. Ich lasse es einfach 10 Minuten etwa drauf mit dem Windschutz. Dann ist das Ganze fertig. Die Kohlen sind dann schön durchgeglüht. Kohleanzünder aus. Und rauf auf das Köpfchen, meine Freunde. Und dann können wir rauchen. So, der Roxitro fragt, kriegt man gelbe Wände von Nikotin Teer, welches in dem Tabak enthalten ist? So rum, Sprachfehler vor dem Wind. Versprecher vor der Wind mit Schwanz an dem Mund. Ich würde sagen nein, weil der Tabak, jetzt alle Angaben ohne Gewehr, der Tabak hat nicht so viel Nikotin und Teer drin wie Zigaretten. Bei Zigaretten ist das Ganze noch ein bisschen was anderes, da verbrennt der Tabak sofort. Jetzt müsst ihr mir in den Kommentaren helfen, was da direkt passiert mit Zigaretten und alles sowas. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, ich rauche hier schon weiß ich nicht wie lange. Und meine Güte. Wenn ich hier gucke, hier ist gar nichts. Ja. Auch hier oben, ich hab eine komplett weiße Wand. Hier ist nichts. Drüben im Shisha-Zimmer, beziehungsweise im Wohnzimmer dann drüben, ist auch nichts. Ja. Also ich lüfte auch ab und zu mal. Da passiert meiner Meinung nach nichts, auch wenn ihr da vielleicht Monate raucht und nicht lüftet, so wie ich das ab und zu mal tue, passiert da eigentlich nichts. Es kann vielleicht sein, dass es irgendwann mal nach Jahren so einen leichten Gelbstich kriegt. Aber ich war einmal in einer Wohnung, wo jemand hardcore geraucht hat und nicht gelüftet hat. Und da hat man definitiv gesehen, die Wände sind ein bisschen gelb, kein Problem, war ihnen aber scheißegal. Er saß da in seinem Mock drin, ja, und hat es gar nicht mehr mitgekriegt. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, Freunde. Ja, wir sind schon gleich wieder bei 10 Minuten. Vielleicht picke ich mir noch eine Frage raus, wenn wir hier was Schönes haben. Ähm,
Böser Onkel, ist noch eine gute Frage. Al Jazeera soll ja schmecken wie der alte Al-Waha. Kannst du das bestätigen? Ja, kann ich eigentlich zu 80-90% empfehlen. Bestätigen. Die Al Jazeera-Sorten ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine kleine Tochterfirma von Al-Waha oder so eine Unterfirma. Und die Sorten schmecken meiner Meinung nach so gut wie 1:1 wie die alte Produktion von Al-Waha, wo es noch die Orangendosen gab. Ja, wer erinnert sich noch an die Orangendosen von Al-Waha früher? Das war noch Zeit, ne? Gut, Freunde, dann war es das von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei euch. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, ihr kleinen Schlingel da draußen. Und wir sehen uns am Sonntag, Freunde. Vielleicht kriege ich es hin, den Shisha-Mythos zu machen. Aber da will ich ein bisschen recherchieren. Ja, ich will euch nicht wieder gefährliches Halbwissen auftischen. Muss ich mal gucken, ansonsten verschiebe ich das so lange, bis ich da halt fertig bin, ja. Und ja, ich verabschiede mich. Kopf geht auf euch. Alfache Doppelapfel. Ciao, ciao.